Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Vegan Beauty Basket ist bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt von der lieben Ina. Das ist die Inhaberin von der Vegan Beauty Basket. Und es ist eine Beauty-Abo-Box, die alle 2 Monate erscheint. Und die kostet entweder 24,90 Euro, wenn du das jederzeit kündbare Abo wählst, oder 23,30 Euro, wenn du das 3-Boxen-Abo, sprich 6-Monats-Abo wählst. Und ja, du hast immer Produkte drin, die einfach so neu für mich sind und wo man einfach coole neue Produkte entdecken kann. Finde ich ultra cool und geil und toll und schön. Und ich freue mich drauf, diese Box mit euch zusammen auszupacken. Und ja, der Warenwert ist immer richtig schön. Der, würde ich mal so sagen. Genau, ja, wir haben hier ein... haben wir schon aufgemacht, ne? Super, Claudi. Wir haben einen matt-schwarzen Umkarton. Und genau, ja, das Logo von der Vegan Beauty Basket ist hier drauf. Dann das Format von diesem Karton ist ein bisschen anders. Also der ist ein bisschen flacher als andere Beauty Boxen Kartons, die ich kenne. Aber das ist größer. Also der Karton an sich, ne? Ist sehr, sehr cool. Und jetzt nehme ich den Deckel einmal ab. Und ja, haben dann quasi hier den ersten Blick in die Box. Du hast hier nicht dieses typische Krüppelpapier, was du ja bei anderen Beautyboxen hast, sondern du hast hier wirklich das schön zu einem Päckchen zusammengebunden. Das ist so schön gemacht. Und ja, wir haben hier zuallererst immer eine Karte mit drin. Diese Karten sind Selbstdesign von der lieben Ina. Das ist ja, wie gesagt, die Inhaberin von der Box und ich finde das so, so liebevoll. Und hier hat sie auch handschriftlich drauf geschrieben: Viel Freude mit der Box, Ina. So toll. Und ja, es sind immer so Katzendesigns, immer sehr gemütlich. Du hast hier auch eine Tasse Tee mit dabei, ne? Ich feiere das total und ich sammle diese Karten auch und ja, ne? Bewahre die immer schön auf, weil die so schön sind. Dann hast du hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Wir haben jetzt hier die Januarbox, die ja quasi für Januar und Februar ist. Da sind die einzelnen Produkte hier nochmal mit Preisen aufgeführt. Das heißt, die Preise kann ich dir entsprechend einblenden. Und ja, ne, die Inhaltsstoffe sind hier auch nochmal aufgeführt. Und. Mega geil. Man kann sich auch immer im Vorfeld, da bekommt man eine E-Mail, ein Produkt aussuchen. Das heißt, du kriegst dann verschiedene Farben, wo du dir eine von aussuchen kannst, zum Beispiel bei Nagellack oder Lippenstiften oder Lidschatten. Und das finde ich so, so praktisch. Oder bei Shampoos, welche Wirkung soll dieses Shampoo dann bei dir haben, ne? Extrem geil, weil du dann auch wirklich eine Box bekommst, die, wenn ein Produkt drin ist, was eventuell nicht für dich geeignet sein könnte, wo du das Produkt dann quasi gegen eins austauschen könntest mit einer Wirkung oder mit einer Farbe, die zu dir passt. So, finde ich richtig gut vom Konzept her. Geht halt, weil die leider noch nicht so groß sind, ne? Ich setze euch den Link in die Box. Wenn du Interesse an dieser Box hast, dann schau da einfach mal vorbei. Weil ganz ehrlich, die Firma darf wachsen, finde ich. Genau, wir haben hier ein Seidenschleifchen, was ich einmal öffne. Und dann haben wir hier die Produkte in einem, ich sag immer Butterbrotspapier dazu. Genau. Ist immer so süß eingepackt, das ist echt cool. Damit halt nichts kaputt geht und nichts da rausfällt oder so. Oh mein Gott. So niedlich habe ich das ja noch nie gesehen. Guck dir das mal an, das ist der Blick in die Box. Oh, das ist hübsch. Als erstes, oh, Cruelty-Free Beauty, haben wir hier so ein Mini-Potmoney, Party-Potmoney, würde ich jetzt dazu mal sagen, von Westford Mill, The Natural Choice. Richtig geil. Ja, und da kannst du, also entweder machst du da deine Kosmetika rein, die du halt nehmen möchtest, wenn du dich auf der Party nachschminkst oder so, oder unterwegs halt, oder... Ich finde das gerade so, so unheimlich niedlich. Oder du packst dir das halt in die Hosentasche, kannst da dein Geld reinmachen, dein Ausweis, deine Krankenkassenkarte, wie auch immer, ne? Und hast es dann, weil das ist einfach vom Format her genau passend für die hintere Hosentasche zum Beispiel. Ich persönlich stecke mir solche Produkte ja gerne in meine Stiefel rein. Jetzt so im Winter habe ich das immer so, dass meine Stiefel immer einen etwas breiteren Schaft haben, als meine Waden sind. Und das ist ein bisschen schwer, weil ich relativ kräftige Waden habe, also muskulöse Waden. Und das würde ich dann einfach da reinstecken. Total praktisch. Ja, feiere ich. Feiere ich richtig doll. Richtig knuffig, oder? Cool. Als nächstes haben wir hier ein, oh, von Divine and Handmade Natural Beautiful Ingredients Hazelnut Oil, ein Haselnussöl. Raw, vegan and natural. 100% cold oder 100% cold pressed
Hazelnut Oil, genau. 100% kaltgepresstes Haselnussöl. 30 Milliliter sind hier drin. Das ist doch garantiert ein Gesichtsöl. How to use? Face and Hair. Ach, du kannst es fürs Gesicht und für die Haare verwenden. Richtig geil. Also, das finde ich cool. Also, du machst ja das entweder ganz normal auf dein Gesicht, wie halt ein Gesichtsserum, oder halt in die feuchten Haare rein. Mega. Mega geil. Goodbye to split ends. Finde ich schön. Ich glaube, also ich habe ja schon einiges an Ölen hier gehabt, aber Haselnussöl riecht jetzt auch nicht nussig oder so. Ah, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Richtig geil. Oh ja, als nächstes haben wir von Woga Woga Happy Ending Natural Matte Finishing Powder. Das ist ja geil. Wir hatten schon mal von Woga Woga einen Highlighter mit drin, den ich ultra feier. Also der ist so, so stark und geil und wow. Und das hier ist ein Puder, ein Finishing Puder. Finde ich richtig geil. Happy Ending. Einfach zum Schluss gibt es ein glückliches Ende. Mega cool, ne? 4 Gramm sind hier drin. Ach komm, wir testen das mal, beziehungsweise ich fühle das mal. So, hier habe ich es jetzt auf den Fingern drauf. Jetzt kann ich das... Oh, es fühlt sich sehr weich an. Hat eine ganz, ganz leichte Tönung. Es fühlt sich aber so schön an. Ist auch natürlich geruchsneutral. Ja, ne? Und man sieht es auch, es hat eine ganz leichte Tönung, aber... Ich denke, dass es auch farblich passen wird. Ich denke, dass es sich auch farblich sehr gut anpassen wird. Feier ich. Finde ich richtig cool. Mega. Hier haben wir das Produkt, wo man sich die Farbe aussuchen konnte. Das ist tatsächlich ein Nagellack von der Firma Boho Green. Und ich habe die Farbe Rose Poudre ausgesucht, weil ich die einfach auch cool fand. Und vegane Nagellacke finde ich ja super interessant. Du hast hier oben so ein Holz... wie heißt das? Handhalte-Ding. Und ja, ne? Die Farbe finde ich auch echt cool. So ein schönes Altrosa mag ich gerne. Passt jetzt gerade voll zu meinen Nägeln nicht. Genau, aber ja, finde ich voll schön. Und hier oben hast du halt auch das Logo dann mit da drauf gedruckt, ne? Ach, klasse. Ja, davon hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal was in der Box drin, oder? Go and Home. Natural Cosmetics 2-in-1 Formula Hand and Body Lotion. Oh, Fresh Melon, ja bitte. Das ist mein Duft, ne? Ich liebe Wassermelone. Fresh Melon versorgt die Haut mit Bio-Haselnuss und High-Oleic Sonnenblumenöl, um sie glatt und geschmeidig zu halten. Mega. 30 Milliliter. Ja, das hast du, wenn du das als Bodylotion verwendest, ganz schnell aufgebraucht. Boah. Huch. Sieht so von der Textur aus, also schön cremig. Riecht wirklich wie eine frische Melone, die du frisch aus dem Kühlschrank genommen hast, aufschneidest und dann so kurz vorm Reinbeißen bist. Sehr süß und fruchtig. Oh, das mag ich gerne. Ist jetzt weniger was in meinen Augen für den Januar. Aber es riecht gut. Oh, mag ich. Und es zieht schnell ein. Es soll ja auch eine Handcreme sein. Und, ne? Geht so als Unterschied. Ja. Ne? Ist schnell eingezogen. Ist jetzt auch nicht klebrig oder so. Das stelle ich mir auch sehr gut vor als Bodylotion halt, ne? Dass du dann quasi dich direkt halt auch anziehen kannst und nicht so vor dich hin klebst. Und hier haben wir, und das finde ich richtig cool, weil das wollte ich immer schon mal ausprobieren, ein Cleansing Face Oil. Das ist ein Gesichtsreinigungsöl für normale und Mischhaut. Und ich habe noch nie mich mit so einem Öl richtig abgeschminkt. Ich habe das wohl mal mit so einem festeren Balsamöl, würde ich mal so sagen, gemacht. Und halt mit diversen anderen Texturen. Aber mit einem richtigen Öl habe ich mich noch nie abgeschminkt. Ich habe immer ein bisschen Angst davor, dass das ein bisschen pickelverursachend sein könnte. Also komedogen. Ja, hoffe ich, dass es das nicht ist. 1 bis 2 Stöße Öl in die trockene Haut einmassieren, das Gesicht mit einem heißen, nassen Handtuch bedecken, um die Poren zu öffnen. Okay. Danach das Öl mit dem Handtuch gründlich abwischen. Bei Bedarf wiederholen. Am Ende das Gesicht mit kaltem Wasser abwischen. Ach was. 50 Milliliter und das ist nur 2 Monate haltbar nach dem Öffnen. Okay. Ja gut, ich meine, da ist jetzt auch nicht so ultra viel drin. Das heißt, das kriegst du dann, also die 50 Milliliter kriegst du dann auch, wenn du dich wirklich täglich ordentlich schminkst oder wenn du täglich deine Augen abschminkst oder so, kriegst du das dann auch wohl in der Zeit aufgebraucht. Aber 2 Monate finde ich wirklich sehr, sehr kurz. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht öffnen und testen, weil dann habe ich Zeitdruck. Das wollen wir ja nicht.
Meine Herren, das waren so richtig interessante Produkte. Ich meine, das Rad wurde jetzt nicht neu erfunden, also von den Produktarten an sich her, aber die Marken sind halt für mich so neu, ne? Und ich habe richtig Bock drauf, die Produkte auszuprobieren, zu testen, zu benutzen. Und dann fühlt man sich irgendwie auch so, weiß ich nicht, wenn ich so diese Clean Beauty Geschichten verwende, fühlt man sich halt auch ein Stück weit sauberer dadurch innerlich. Kann man das so sagen? Ich empfinde das auf jeden Fall immer so. Ihr Lieben, das war die Box und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.